jeder soll das kriegen, was er benötigt. Und bis jetzt haben wir es in Österreich ja auch grundsätzlich immer geschafft. Der Ansatz bei diesen Zelltherapien, die doch im Lokal verabreicht werden müssen in bestimmten Zentren, war so, dass wir den Fächer gestreut haben von Innsbruck bis Graz und dass es keinen Patienten in Österreich gibt, der zum Beispiel länger als 1 bis 2 Stunden zu seinem Zentrum braucht. Alle diese Zentren machen an Studien mit, verabreichen dieselben Therapien, haben dieselben Grundsätze und dadurch ist es gewährleistet, dass eben Patienten nicht von einem Bundesland ins andere shutteln müssen. Gilt zum Beispiel nicht für Kärnten, hat kein Zentrum, die Patienten gehen dann halt nach Graz. Aber das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel, wie man es regeln kann. Seit der Zulassung dieser Medikamente hatten wir noch keine Ablehnungen, so wenn die Therapie medizinisch begründet war. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben sicherlich nach den Selektionskriterien einige Patienten eben nicht behandelt, die wahrscheinlich nicht profitieren würden. Aber das Problem ist noch nicht aufgetreten, könnte dann auftreten, wenn es ausgerollt wird auf viele Indikationen und viel mehr Patienten. Aber ein Ansatz ist natürlich dadurch, dass die Patienten nicht zu viel von einem Bundesland ins andere hin und her wechseln müssen, kann der Spitalserhalter, der für die Region zuständig ist, besser planen. Weil es müssen dann nicht die Patienten von Oberösterreich nach Salzburg fahren, weil es in beiden Ländern ein Zentrum gibt. Das ist auch ökonomisch meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Und in den letzten Präveniergesprächen hatten wir ja auch die Spitalserhalter mit dabei aus den verschiedenen Bundesländern, wo eben schön zu sehen ist, dass das als Modell gut funktioniert.